Hallo, ihr lieben Schäfchen. Heute habe ich eine riesige Lampe auf dem Tisch stehen mit Kerzen. Das passt ganz gut zu dem heutigen Evangelium nach Matthäus 24, 25. Und da geht es um das Gleichnis von den klugen und den törichten Jungfrauen. Dann wird es mit dem Himmelreich sein, wie mit 10 Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. 5 von ihnen waren töricht und 5 waren klug. Die Törichten nahmen ihre Lampen mit, aber kein Öl. Die Klugen aber nahmen mit ihren Lampen noch Öl in Krügen mit. Als nun der Bräutigam lange nicht kam, wurden sie alle müde und schliefen ein. Mitten in der Nacht aber erscholl der Ruf: Siehe, der Bräutigam, geht ihnen entgegen. Da standen die Jungfrauen alle auf und machten ihre Lampen zurecht. Die Törichten aber sagten zu den Klugen: Gebt uns von eurem Öl, sonst gehen unsere Lampen aus. Die Klugen erwiderten ihnen: Dann reicht es nicht für uns und für euch. Geht lieber zu den Händlern und kauft es euch. Während sie noch unterwegs waren, um es zu kaufen, kam der Bräutigam. Die Jungfrauen, die bereit waren, gingen mit ihm in den Hochzeitssaal und die Tür wurde zugeschlossen. Später kamen auch die anderen Jungfrauen und riefen: Herr, Herr, mach uns auf! Er aber antwortete ihnen und sprach: Amen, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Seid also wachsam, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde. Ja, also als ich das erste Mal dieses Gleichnis gelesen habe, habe ich ein bisschen Panik bekommen. Ja, was ist, wenn ich kein Öl für die Lampen habe, wenn ich noch nicht mal eine Lampe habe, wenn der Bräutigam kommt, wenn Jesus kommt? Also ich war ja am Anfang nicht so sehr begeistert von Gott. Als ich volljährig war, wurde ich gefragt in einem Kurs, also das Thema, in diesem Thema ging es um Gott, und ich wurde gefragt: Glaubst du an Gott? Und ich habe das mit Nein beantwortet. Nein, ich glaube nicht an Gott. Und alle haben mich angeschaut und gefragt: Warum glaubst du nicht an Gott? Und ich sagte: Ja, ich glaube einfach nicht an ihn, und weil ich einfach nicht an ihn glaube. Das war eine ganz einfache Antwort für mich. Mir war das peinlich, dass ich danach gefragt wurde. Und jetzt mache ich Videos und rede über Gott seit 4 Jahren. Und das hätte ich niemals gedacht, dass ich so etwas mache überhaupt. Und heute ist mir nicht so sehr peinlich, über Gott zu reden. Wenn mich jemand danach fragt, gebe ich gerne Antwort. Ja, und warum habe ich Panik bekommen, als ich jetzt das erste Mal dieses Gleichnis gelesen habe? Warum diese Angst, nicht die Lampe dabei zu haben? Ja, wir sind in vielem verstrickt im Alltag. Wir sind gebunden an materielle Dinge. Es ist mir zum Beispiel jetzt die letzten Tage passiert, dass ich ins Wohnzimmer kam und das Geschirr lag auf dem Boden. Ich habe nur einen Knall gehört. Und das ist mein Lieblingsgeschirr. Und plötzlich kam die Katze unter dem Tisch hervor und ich wusste dann ja, das war kein Poltergeist, sondern es war die Katze, die auf den Tisch gesprungen ist.
Und ja, ich hänge an diesem Geschirr und ja, man lässt das nicht so gerne los und denkt, oje, oje, schade um das Geschirr. Man darf sich an nichts hängen in dieser materiellen Welt. Wir können nichts mitnehmen in die geistige Welt. Wenn Christus kommt, dann ja, wir müssen uns darauf vorbereiten und einfach versuchen, im Glauben stark zu bleiben. Auch wenn das nicht immer beliebt ist, das, was man sagt über Gott oder dass man an ihn glaubt. Und man eckt da auch manchmal bei manchen Leuten an, die das nicht so gern hören. Und trotzdem versuchen, an Christus weiterhin festzuhalten. Man kann den Glauben nicht berechnen. Man kann es probieren zu beten, auch mal das Tischgebet nicht zu vergessen und vor dem Essen zu beten. Mir gelingt das auch nicht immer. Man kann sagen, zum Beispiel, komm her, sei unser Gast und segne, was du uns bescheret hast. Man kann das in der Familie beten, man kann es leise für sich beten. Das wäre auch ein Anfang, zu Gott zu finden. Ja, die Kirche ist natürlich auch so ein Thema, ein sehr aktuelles im Moment. Aber Jesus hat die Kirche gegründet. Jesus ist das Haupt der Kirche. Wenn auf einer Brücke eine Baustelle ist, dann ist ja auch die ganze Brücke nicht kaputt. Und so ist es auch mit der Kirche. Die Kirche hat trotz allem vieles Positives, auch für Jugendliche. Messdiener fahren nach Rom, besuchen den Papst, hören die Predigten. Es gibt Seniorentreffen, Jugendgottesdienste, Familiengottesdienste. Ja, man kann auf vielfältige Weise kann man Gott finden. Viele Gemeinden funktionieren und es gibt nicht nur Schlechtes und wir sollten auf das Gute schauen. Ja, es ist besser, dass man in eine positive Richtung geht und auch nicht gleich alles verteufelt. Und was ganz wichtig ist, sich nicht zu sehr an materielle Dinge binden. Das entfernt uns von Gott. Also, es gab auch bei mir eine Zeit, da war ich in Partys unterwegs und es war mir wichtig, Partys zu feiern. Und dann, natürlich, da gab es auch mal Alkohol. Und einmal war ich so betrunken. Und das Bett hat sich so sehr gedreht und ich wusste überhaupt nicht, wo die Bremse ist. Ja, diese Erfahrung macht man als Jugendlicher. Und wir sollten uns aber nicht in diese Abhängigkeit begeben. Sonst werden wir zu Sklaven in dieser Welt. Aber wir sollten uns Schätze sammeln für die kommende Welt. Und uns nicht abhängig machen von Alkohol oder anderen Dingen. Natürlich ist auch mal, dass man mal zusammen einen Wein trinkt oder mal zusammen feiern geht. Und trotzdem, wir sollten aufpassen, dass wir wie in dem Gleichnis gezeigt oder gesagt wird, geschrieben steht,
Wir sollten auf den Bräutigam warten, wir sollen achtsam sein, dass wir genug Öl haben, dass wir im Weinstock bleiben, so auch wie Jesus gesagt hat. Er ist der wahre Weinstock. In Johannes 15,15 steht geschrieben über die Rede Jesus: Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Winzer. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, schneidet er ab und jede Rebe, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein durch das Wort, das ich zu euch gesagt habe. Bleibt in mir, dann bleibe ich in euch. Wie die Rebe aus sich keine Frucht bringen kann, sondern nur, wenn sie am Weinstock bleibt, so könnt auch ihr keine Frucht bringen, wenn er nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und in wem ich bleibe, der bringt reiche Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts vollbringen. Wer nicht in mir bleibt, wird wie die Rebe weggeworfen und er verdorrt. Man sammelt die Reben, wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und wenn meine Worte in euch bleiben, dann bittet um alles, was ihr wollt. Ihr werdet es erhalten. Mein Vater wird dadurch verherrlicht, dass ihr reiche Frucht bringt und meine Jünger werdet. Ich wünsche euch weiterhin auf eurem Glaubensweg viel Kraft und viel Durchhaltevermögen. Und ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis bald. Tschüss.